Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Zimmer und ich bin Geschäftsführer von CryptoTax. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Licht in die Besteuerung von Cryptoassets zu bringen. Wenn man anfängt, sich mit der Besteuerung von Kryptowährungen zu beschäftigen, dann landet man als erstes bei der einjährigen Spekulationsfrist. Aber in letzter Zeit wird oft darüber diskutiert, dass sich diese einjährige Spekulationsfrist eventuell in eine zehnjährige verwandeln kann. Wo diese Regelung herkommt und warum sie unseres Erachtens nicht auf Kryptowährungen anzuwenden ist, erfahrt ihr in diesem Video. Um die Thematik besser verstehen zu können, wollen wir mit den Basics der Kryptowährungsbesteuerung anfangen. Nach dem neuesten BMF-Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Michael Meister werden alle Kryptowährungen pauschal unter § 23 Einkommensteuergesetz subsumiert. Das heißt, sie stellen steuerlich private Wirtschaftsgüter dar. Daraus folgt, dass eine spätere Veräußerung einer Kryptowährung nur dann steuerbar ist, wenn die Haltedauer nicht länger als ein Jahr betragen hat. Dies ergibt sich aus § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 ESTG. Aber woraus ergibt sich nun eine etwaige Verlängerung der Spekulationsfrist auf 10 Jahre? Und welches Ereignis muss eintreten, das diese Verlängerung einsetzt? Die rechtliche Grundlage finden wir in § 23 Absatz 1 Satz 1 Satz 2 Satz 4 ESTG. Denn dieser besagt, dass bei Wirtschaftsgütern im Sinne des Satzes 1, also zum Beispiel Kryptowährung, aus deren Nutzung als Einkunftsquelle zumindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt werden, sich der Spekulationszeitraum auf 10 Jahre verlängert. Wenn man sich diese Worte vergegenwärtigt und sich die Welt der Kryptowährungen ansieht, mit Airdrops, Hardforks und Erträge aus Staking oder Lending, dann wird ziemlich schnell klar, dass man auf die Idee kommen könnte, dass diese Regelung zur Anwendung kommt. Würde diese Regelung zur Anwendung kommen, hätte dies immense Auswirkungen auf die Investmententscheidungen in Deutschland. Denn wenn man sich die Volatilität von Kryptowährungen vor Augen führt, dann wird sehr schnell klar, dass ein Planungszeitraum von 10 Jahren nicht zu verwirklichen ist. Das heißt, Verfahren wie Proof of Stake würden hier in Deutschland extrem an Attraktivität verlieren. Warum diese Befürchtung allerdings in der Regel unbegründet sein sollte, das erfahrt ihr im Folgenden. Um die Hintergründe der Regelung zur Haltefristverlängerung zu verstehen, müssen wir uns die Begründung zur Einführung der Norm vor Augen halten. Diese stammt aus dem Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 und in dessen Begründung finden wir auf Seite 58 geschrieben, dass die Norm eingeführt wurde, um Steuersparmodelle zu verhindern. Insbesondere geht es um sogenannte Container-Leasing-Modelle, deren Ausgestaltung wir uns im Folgenden kurz ansehen wollen. Diese Modelle waren so ausgestaltet, dass in einem ersten Schritt ein privater Investor ein bewegliches Wirtschaftsgut, vor allem Container, von einem speziell für diese Zwecke gegründeten Unternehmen ankaufte. Anschließend vermietet er diesen Container an dasselbe Unternehmen und am Ende der Mietdauer veräußert er es auch wieder an dasselbe Unternehmen und der Rückgabepreis ist zumeist schon am Anfang der Investition festgelegt gewesen. Der Steuerspareffekt ergibt sich nun aus dem Phänomen der Absetzung für Abnutzung, der sogenannten AFA. Das heißt, bei Containern handelt es sich um Wirtschaftsgütern, die über die Zeit an Wert verlieren. Und dieser jährliche Wertverlust kann ich steuerlich über die Abschreibung geltend machen. Um das Verfahren in der Praxis zu erleichtern, gibt es vom Bundesministerium sogenannte AFA-Tabellen, die pauschale Nutzungsdauern vorgeben. Hierfür finden wir in der Nummer 3.6 der in der Infobox verlinkten AFA-Tabelle für Transportcontainer, dass die Nutzungsdauer 10 Jahre beträgt. Das heißt, die jährliche Abschreibung beläuft sich auf 10%. Hieraus ergeben sich zwei wirtschaftliche Vorteile. Zum einen habe ich jährlich einen positiven Liquiditätseffekt, da ich die Abschreibung von meinen steuerpflichtigen Einkünften abziehen kann. Zweitens entspricht die pauschale Abschreibung oftmals nicht dem tatsächlichen Wertverlust des Containers. Diese Diskrepanz würde sich allerdings spätestens bei Veräußerung des Containers wieder aufheben, da nun ein etwaiger Veräußerungsgewinn entsprechend höher ausfallen würde. Da es sich bei der Veräußerung von Containern aber um private Wirtschaftsgüter handelt, wie bei Kryptowährungsgeschäften, wären diese nach einem Jahr ebenfalls steuerfrei. Somit käme es nie zu einem Ausgleich dieser Diskrepanz. Diese Effekte zeigen sich am besten anhand eines Beispiels. Wenn ihr euch unser Beispiel ansehen wollt, würde ich euch nun bitten, das Video kurz zu pausieren. Um solche Modelle zu verhindern, gab es zum einen den sogenannten Leasing-Erlass des Bundesministeriums und zum anderen wurde die 10-Jahres-Regel eingeführt. Damit sollte verhindert werden, dass diese Containerveräußerungen bereits nach einem Jahr steuerfrei sind. Eine entsprechende Regelung kommt beispielsweise auch bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern zum Einsatz. So ist die Spekulationsfrist bei Immobilien, die in der Regel vermietet werden, von Haus aus 10 Jahre. Aber was bedeutet dies nun mit Bezug auf Kryptowährungen? Wie wir bereits festgestellt haben, ist es ja durchaus möglich, mit Kryptowährungen steuerliche Einkünfte zu erzielen, zum Beispiel durch Proof of Stake oder Airdrops.
Aber der entscheidende Unterschied zwischen Kryptowährungen und zum Beispiel Containern ist, dass Kryptowährungen nicht abnutzbar sind. Das heißt, ich kann für Kryptos keine pauschale Abschreibung geltend machen. Dementsprechend kann kein Steuerspareffekt eintreten. Dass grundsätzlich Ausnahmen von dieser Vorschrift möglich sind, zeigt zum Beispiel ein Schreiben des Bayerischen Landesamts für Steuern aus dem Jahr 2013. Dieses ist auf ein BfH-Urteil zurückzuführen und stellt klar, dass die Anlage von Fremdwährungsguthaben in Form eines Darlehens nicht dazu führt, dass sich die Spekulationsfrist auf 10 Jahre erhöht. Die Argumentation ist zwar hier eine andere, aber es zeigt zumindest, dass grundsätzlich eine Abweichung von der wörtlichen Auslegung des Gesetzestextes möglich ist. Daher sollte unseres Erachtens diese Regelung auch nicht auf Geschäfte mit Kryptowährungen anwendbar sein. Das schützt euch natürlich nicht davor, dass euer Finanzamt eine andere Auffassung vertritt. Und daher ist es durchaus sinnvoll, aus Risikogesichtspunkten, bevor ihr anfängt, Einkünfte aus Proof of Stake oder Lending zu erzielen, mit der Finanzverwaltung oder einem Steuerberater Rücksprache zu halten. Wie immer gilt auch hier, es ist sehr wichtig, dass ihr alles offenlegt, damit ihr euch nicht steuerstrafrechtlich belangbar macht. Hierfür könnt ihr natürlich gerne unser Tool unter www.cryptotax.io nutzen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weiterhin an der Besteuerung von Kryptoassets interessiert seid, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren oder auf den anderen Social Media Kanälen vorbeischauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!